Ist das herrlich hier? Ihr Lieben, ich bin Claudius Fabich mal wieder zu Gast auf dem Satirekanal von Robert Götz Matuszewski. Heute aus dem Grunewald. Herrlich. Ja, jetzt ist es soweit. Das neue Heizungsgesetz wurde vom Bundestag beschlossen. Die Alternative für Deutschland hatte ja in einer Frage interveniert und gesagt, macht es denn Sinn, dass wir, ich glaube, es waren 60 neue Kraftwerke bauen, die mit Gas betrieben werden, um Strom herzustellen. Mit diesem Strom sollen dann die Wärmepumpen betrieben werden, die die Heizung ersetzen, die vorher mit Gas betrieben worden sind. Und die Antwort, ich glaube, es war eine Politikerin der SPD. Es ist die Partei, die gesagt hat, Transfrau ist eine Frau. Punkt. Also, die hat gesagt, ja, sieh da mal typisch, Sie sind ein Klimaleugner. Nun stellt sich uns allen die Frage, wieso man ein Klimaleugner ist, wenn man einfach nur der Frage nachgeht, warum bauen wir Kraftwerke, die mit Gas Strom erzeugen, um dann den Strom dafür zu nutzen, Wärmepumpen zu betreiben, die überflüssig wären, wenn man zu Hause mit Gas heizen dürfte. Es macht keinen Sinn. All diejenigen, die jetzt noch die Grünen wählen, die CDU, nein, die CDU hat ja dagegen gestimmt, aber die Chefin der CDU, sag ich mal, die Frau Ursula von der Leyen, die will das gleiche Gesetz eine Nummer stärker für die ganze Europäische Union einsetzen, durchsetzen, durchbringen. Das heißt also, die CDU passt da auch rein. CDU, CSU, FDP, Grüne und Linke und SPD, die möchten, dass wir alle relativ zeitnah nichts besitzen und glücklich sind. Denn dieses Gesetz bewirkt, dass wir nicht mehr mit Öl oder Gas heizen können, dass wir alle eine Wärmepumpe haben, dass wir unsere Häuser energiesanieren, denn die Wärmepumpe kann nur betrieben werden, wenn wir keine Heizkörper mehr haben, sondern Fußbodenheizung. Bedeutet, dass so eine normale Wohnung etwa 100.000 Euro Umrüstungskosten produzieren kann, vielleicht auch nur 80, möglicherweise auch etwas mehr, je nach Größe der Wohnung. Und das können sich viele Menschen nicht leisten. Viele Hausbesitzer, viele Wohnungseigentümer können sich das nicht leisten. Das heißt, sie müssen dann ihre Immobilie verkaufen und die Immobilie wird dann gekauft. Von wem? Genau, von BlackRock. Denn hinter all dem steckt natürlich immer jemand, der Geld verdienen möchte. Und BlackRock und Co. sind auch diejenigen, die The Last Generation mitfinanzieren. Ist doch großartig, oder? Und wenn jetzt der ein oder andere Grüne, der hier zuguckt, sagt, hier, der Claudius Fabig ist ein Verschwörungstheoretiker und der hat eine Macke, ist ein Rechter. Ja, der ist rechts. Nein. Liebe Grüne Wähler, liebe Grünen Wähler, liebe SPD Wähler, CDU, CSU, FDP und Linke Wähler, früher oder später, eher früher, werdet ihr für eure Wohnung mindestens 200 Euro mehr Miete bezahlen. 200 Euro mehr Miete. 200 Euro mehr Miete. Mindestens für eure Wohnung. Weil nämlich der Vermieter die Kosten auf die Miete umsetzen, umlegen wird. Ist doch klar. Und da wir ja auch noch nebenbei die CO2-Steuer ab Januar von 30 auf 40 Euro pro Tonne erhöhen, wird Folgendes passieren. Benzin wird teurer, Gas wird teurer, Öl wird teurer, es wird alles teurer und übrigens auch Einkaufen wird teurer, weil natürlich die Hersteller die Mehrkosten auf die Produkte umlegen. Ganz nebenbei wird auch das Transportieren von Waren ab Januar etwa um 88% teurer. Tut mir leid, sind 88%, sind nicht 87%, vielleicht werden es auch 90%. Das bedeutet auch, wenn wir bei Amazon was bestellen oder bei Otto oder wo auch immer, dann wird natürlich auch die Fracht teurer, weil DPD und DHL und wie sie alle heißen, auch ihre Preise erhöhen müssen. Mit anderen Worten, es wird munter, es wird lustig, es wird erfreulich. Und ja, mit diesen Gedanken sende ich euch jetzt in einen wunderschönen Sonntagabend. Ja, ich freue mich jetzt über euren Kommentar, den Daumen hoch. Und rechnet mal nach, die Ersparnis dieses Heizungsgesetzes, die Ersparnis von 6 Jahren, das haut China in 36 Stunden raus. Also China 36 Stunden, wir 6 Jahre. Ob das Sinn macht, ist eine andere Frage. Jetzt könnte man natürlich dagegen halten, wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen, aber das Beispiel wird leider ein schlechtes sein. Wir werden deindustrialisiert und wir landen da, wo wir schon mal waren, vor 800 Jahren im Mittelalter. Aber noch ist es ja nicht zu spät. Ihr könnt wählen in Hessen, ihr könnt wählen in Bayern und ihr könnt auch in 2 Jahren bei der Bundestagswahl wählen und informiert euch, wie man wählen kann, um dieses Gesetz wieder rückgängig zu machen. In diesem Sinne, ich freue mich auf euren Kommentar, den Daumen hoch und liebe Unterstützer, dank euch ist meine Arbeit möglich. Grüße von meiner Truppe und von Anna. Und auch ich habe euch lieb. Macht's gut. Ich habe gar nicht gesagt, dass wir zusammenhalten, standhaft bleiben, optimistisch und voller Tatkraft. Aber das wissen die Zuschauer ja.